Punkt 10. Jeden Tag ein Trade. Es ist Montag, der 14. August 2017. Mein Name ist Aaron Radoschowski von Admiral Markets. Ich heiße Sie auch einmal herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie hatten ein entspanntes Wochenende, konnten sich ein wenig erholen vom Trading von der vorigen Woche. Und bevor wir beginnen, gehören mir die ersten 2, 3 Minuten. Sie kennen das wahrscheinlich schon. Und zwar geht es gleich weiter mit unserem Risikohinweis. Bei Admiral Markets geht es immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte und bei allen Hebelprodukten ist es gleich. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste, sollten Sie sich einmal auf der falschen Seite vom Markt befinden. Bitte nichts als persönliche Anlageberatung unsererseits missverstehen, auch Execution Only genannt. Heute ist der Thomas an der Reihe und wird wieder seine Trading-Ideen vorstellen, wird zeigen, wie er die Märkte screent, aber bitte dementsprechend nicht als persönliche Anlageberatung missverstehen. Ja, ich habe es gerade eben gesagt, der Thomas ist heute am Werk für uns, am Montag weitergehend mit dem Costa am Dienstag, Mittwoch der Heiko, Donnerstag der Jochen und am Freitag dann wieder der Dirk zu hören. Seien Sie auch gerne bei unseren anderen Tradern mit dabei. Jeder tradet unterschiedlich, bereitet sich auch unterschiedlich dementsprechend auf die Märkte vor, aber seien Sie herzlich eingeladen, auch die anderen Trader mal zu beobachten. Reden ist bekanntlich Gold. Sie haben die Möglichkeit, über 10 kostenlose Live-Webinare die Woche mit uns zu erleben. Sie haben heute Morgen vielleicht schon unser Guten Morgen DAX-Webinar mitbekommen, was um 8.30 Uhr startet, was am Montag, Mittwoch und Freitag zu hören ist. Jetzt geht es sowieso um das Punkt 10-Webinar, aber seien Sie auch gerne Mittwoch um 16.30 Uhr gerne mit dabei, wo es darum geht, unsere Einführung in die Supreme-Erweiterung oder in den MetaTrader zu erleben. Das findet im zweiwöchigen Wechsel statt. Da können Sie natürlich auch gerne nochmal mit vorbeischnuppern. Überzeugen Sie sich gerne selbst, machen Sie sich gerne ein Demokonto auf. Sie handeln den DAX 30 mit einem einzigartigen Spread von 0,8 Punkte, typisch zur Haupthandelszeit, haben da keine Stop-Abstände oder Mindesthaltedauer. Und man kann es nicht oft genug sagen, an meiner Stelle hier, an dieser Stelle, sage ich immer wieder, testen Sie uns umfangreich, bevor Sie dann auch wirklich mit einem Live-Konto bei uns durchstarten. Machen Sie sich vertraut mit unserer Oberfläche, mit dem MetaTrader. Schauen Sie, wie die Supreme-Erweiterung funktioniert in einem Demokonto und dann auch gerne mit einem Live-Konto bei uns, wie gesagt, dann durchstarten. Sollten Sie im Anschluss Fragen haben, können Sie uns gerne unter der eingeblendeten Telefonnummer hier an erster Position kontaktieren. Sie können auch gerne uns eine E-Mail schreiben. Das ist hier an zweiter Position unsere E-Mail-Adresse info@admiralmarkets.de. Das Video wird selbstverständlich aufgezeichnet und das wird dann auch im Nachtrag nochmal bei YouTube hochgeladen. Da können Sie natürlich auch nochmal vorbeischauen und alles Revue passieren lassen und gerne auch nochmal bei unserem Facebook-Channel vorbeischauen. Da mal gerne einen Daumen hoch da lassen. Da gibt es viele Informationen rund um Admiral Markets, rund um das Trading und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie noch einen Daumen hoch da lassen. So, das wäre es jetzt von meiner Seite. Ich sage guten Morgen, Thomas. Wie ist der Stand der Dinge an den Märkten und ich hoffe, du hattest auch ein entspanntes Wochenende. Ja, schönen guten Morgen. Thomas Struppek hier. Ich schalte mal meinen Bildschirm frei. Dann sollten Sie gleich den MetaTrader 4 von Admiral Markets sehen und mich auch hoffentlich hören können. Ja, Wochenende, klar, war entspannt, natürlich zu kurz. Bin inzwischen wieder aus meinem recht Kurzurlaub sozusagen wieder zurückgekehrt. Letzte Woche war ich ja nicht in meinem Büro, von dem her auch ein bisschen technisch eingeschränkt. Aber diese Woche läuft dann wieder alles auch mit mehreren Monitoren. Und der Blick auf die Märkte, den gucken wir uns direkt mal an. Starten wir da mal vielleicht mit dem DAX, bevor ich dann nochmal auf den Trade von letzter Woche eingehe und Ihnen auch eine neue Trading-Idee vorstelle. Ich denke, der DAX interessiert wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Der hatte eine sehr bewegte Woche hinter sich. Ich habe hier immer den DAX im Tageschart auf. Wir hatten ja lange Zeit den DAX, ich sag mal, in so einer Seitwärtsrange zwischen 12.100 und 12.300 Punkten gelaufen. Und in der letzten Woche kam der DAX dann gegen Ende der Woche am Donnerstag kräftig unter Druck, ist unter diese Marke von 12.100 Punkten gefallen, nachhaltig. Wir haben hier mal so ein Widerstands- oder Unterstützungsbereich eingezeichnet. Ich verlängere den jetzt einfach mal zeitlich nach rechts. Da sehen wir, das war am Donnerstag zum Beispiel kräftig durchgegangen und dann rutschte der DAX auch unter die 12.000, also erstmal auf die 12.000-Punkte-Marke, dann unter die 12.000-Punkte-Marke und am Freitag dann mit einem leichten Abwärtsgap nochmal in den Handel gestartet und hat hier, und das ist sehr, eigentlich was charttechnisch recht
häufig vorkommt oder was man auch tradingtechnisch gut nutzen kann, hat hier das erste Mal zumindest im Bereich der 200-Tage-Linie gedreht. Ich zoome es mal ein bisschen zurück, dass wir mal den längeren Verlauf sehen. Also auch hier sehen wir den DAX nochmal im Tageschart. Einfach mal die längere Entwicklung, damit wir mal sehen, okay, wie groß ist denn diese ganze Aufwärtsentwicklung? Und diese rosane Linie, die Sie hier sehen, das ist die 200-Tage-Linie. Da hatte sich der DAX in den letzten Monaten ja recht weit entfernt. Ich gucke dann auch immer gerne auf den Rücklauf Richtung 200-Tage-Linie. Und den haben wir jetzt gesehen. Ich zoome es nochmal ran. Also über letzte Woche Freitag dann kurz dieser Rücklauf hier auf die 200-Tage-Linie den Bereich bestätigt. In der Regel ist es so, dass beim ersten Mal so eine Linie hält. Also nicht die Linie ist ja jetzt nicht dafür verantwortlich, dass der Markt wieder dreht, aber dass einfach in dem Bereich dann wieder genug Marktakteure da sind, die sagen, okay, jetzt ist der Index wieder auf dem Stand. Auf dem Durchschnittskurs des letzten Börsenjahres, weil nichts anderes ist ja der 200-Tage-Durchschnitt. Das sind so die letzten 200 Börsentage, im Endeffekt das letzte Börsenjahr. Jetzt sind wir wieder auf diesem Schnittkurs gelandet. Da kaufe ich wieder ein, wenn ich dann vielleicht die Rallye verpasst habe oder wenn ich noch Anlagebedarf habe, dem es dann hier zu teuer war, der sagt dann, okay, im Bereich der 200-Tage-Durchschnittslinie, da kaufe ich wieder ein. Und ja, bezeichnenderweise haben wir beim ersten Anlauf auch direkt hier diese Bremswirkung gesehen, der 200-Tage-Linie. Der Markt ging nicht weiter durch, sondern hat hier erstmal schön gedreht, am Freitag schön hochgelaufen und heute Morgen auch der DAX wieder mit einem ja, leichten Aufwärtsgap in den Handel gestartet, also leicht höher eröffnet, als der Freitagsschlusskurs war und dann auch direkt, jetzt zoome ich mal in den 5-Minuten-Chart rein, da sehen wir das besser, dann auch direkt nach oben gelaufen, schon in der ersten Handelsstunde, also zwischen 8 und 9 Uhr recht kräftig nach oben gelaufen und dann auch ab 9 Uhr nochmal deutlicher nach oben. Und aktueller Stand 12.150 in etwa, da sind wir auch schon wieder in einem ja, leichten Widerstandsbereich drin. Also wie gesagt, wir hatten ja vorher diese Schiebezone seitwärts zwischen 12.100 und 12.300. Die 12.1 haben wir jetzt wieder zurückerobert, sind aber im Moment ja, im Bereich der ersten Widerstände drin. Das heißt nicht, dass diese Erholung, die wir jetzt sehen, noch ein bisschen weitergehen kann, aber man muss ein bisschen vorsichtig sein, auch was den heutigen Handelstag anbetrifft, kann es möglicherweise auch in dem Bereich, wenn der Markt hier nicht weiterkommt, nochmal kräftigere Rücksetzer geben. Normalerweise bin ich ein Freund davon, diese Aufwärtsgaps oder überhaupt Gaps entsprechend zu handeln, sprich ein Aufwärtsgap zu shorten oder ein Abwärtsgap entsprechend long zu gehen. Heute Morgen habe ich das Aufwärtsgap hier nicht geshortet, ganz einfach deswegen, weil der Markt, da muss ein bisschen hin und her springen, leider, tut mir leid, weil der Markt ja schon relativ stark überverkauft ist. Ne? Wir haben eine kräftige Abwärtsbewegung gesehen in den letzten Wochen. Kommen jetzt, wie gesagt, kriegen jetzt ein bisschen positiven Drive, aber das war jetzt kein Gap, was mich dazu animieren würde, hier den Markt zu shorten, zumindest nicht in den Morgenstunden. Jetzt so im Moment kann man so ein bisschen überlegen, ob man hier in dem Bereich der Widerstände eher versucht, short zu handeln. Aber der Trend ist eben sehr, sehr stark nach oben gerichtet, zumindest aktuell. Und ich denke, das wird vieles davon abhängen, wie die Amerikaner heute in den Handel starten, in die neue Woche starten. Auch da gucken wir mal ganz kurz auf den Chart im S&P 500. 100. Auch da zeichnet sich aktuell eine schöne Erholungsbewegung erstmal ab. Wir hatten ja hier auch am Donnerstag eben den kräftigen Rutsch, bevor es paar Tage vorher hatten wir nochmal ein Allzeithoch erreicht, dann gab es den kräftigen Rutsch nach unten. Also da, auch da kommt ein bisschen positives Momentum momentan rein. Aber hier ist der Rücksetzer, und da sehen Sie auch die 200-Tage-Linie, die ist noch relativ weit weg. Hier ist der Rücksetzer noch lange nicht so ausgeprägt, wie es bei deutschen Aktien der Fall ist. Das heißt, hier ist entsprechend auch nochmal Potenzial nach unten. Es kann also durchaus sein, dass die Korrektur an den US-Märkten noch nicht beendet ist. Und wenn die Korrektur an den US-Märkten noch nicht beendet ist, dann wird sich der DAX davon auch nicht freimachen können. Dann wird der DAX ebenfalls auch nochmal nach unten laufen. Von dem her ist der DAX für mich aktuell kein Trading-Markt. Man hätte den schön hier im 200-Tage-Durchschnittsbereich, da hätte man, oder im Bereich von 12.000 Punkten, hätte man den durchaus mal vorsichtig long anteasern können, sozusagen. Aktuell halte ich hier die Fingerstellung und will erstmal gucken, wie weit geht diese Erholungsbewegung, schaffen wir es auch wirklich, vielleicht aus dieser Range rauszulaufen, also über 12.300 zu laufen. Dann könnte durchaus eine kurze Erholungsbewegung bis in den Bereich von 12.500 Punkten ungefähr gehen. Das hier ist der 50-Tage-Durchschnitt, der kommt aktuell von oben. Der dürfte dann auch erstmal wieder bremsen. Bis dahin ist aber eine ganze Menge Luft, also kann relativ viel passieren. Und wie gesagt, wir sind jetzt im Bereich eines ersten Widerstandsniveaus. Würde mich nicht wundern, wenn der Markt hier auch im Laufe des Tages, je nach je näher das dann an die US-Eröffnung geht, auch wieder abbröckeln kann. Und
auf Zeit, wenn wir jetzt mal versuchen, auf sich zu gucken, der nächsten Tage oder Wochen, kann ich mir vorstellen, dass je nachdem, wie weit diese Erholungsbewegung geht, wir durchaus nochmal einen Rücklauf sehen und auch diese 200-Tage-Linie möglicherweise unterschreiten und nochmal deutlich tiefer korrigieren, wenn denn entsprechend die Amerikaner auch mal kräftiger korrigieren. Da ist ja auch dieser sehr, sehr steile Aufwärtstrend noch wunderbar intakt. Nur wie gesagt, da ist durchaus noch höheres Korrekturpotenzial da. Auch da der Abstand zur 200-Tage-Linie noch relativ hoch, relativ weit. Und wenn der amerikanische Markt mal korrigiert, dann wird sich der DAX nicht entziehen können. Dann kann es ja auch nochmal kräftiger runtergehen. Also, um es mal kurz zusammenzufassen: 200-Tage-Linie hat gehalten. Das war sicherlich ein guter Einstiegszeitpunkt im Bereich der 12.000 Punkte, den DAX hier long zu nehmen. Jetzt muss man einfach mal gucken, wie weit diese Überholungsbewegung trägt. Wer hier long drin ist, der kann natürlich drin bleiben und sagt: Okay, ich will jetzt erstmal gucken, ob wir die 12.3 wieder sehen. Für mich ist der DAX aktuell kein Markt, wo ich jetzt zumindest kein Swing Trade aufsetzen würde, also kein Trade, der über mehrere Tage geht. Sicherlich kann man Intraday da mal auf 10, 20 Punkte oder auf eine schnellere Bewegung spekulieren, das geht sicherlich. Aber wie gesagt, nicht im Tagesschartverlauf, im Swing Trading Bereich ist es für mich kein Markt. Da möchte ich jetzt erstmal gucken, wie weit geht diese Erholungsbewegung. Und dann möglicherweise auch schon wieder auf ein Short-Signal warten. Aber derzeit ist es, also derzeit kann das auf der Long-Seite ist da noch recht gutes Potenzial da. Der Wochenstart zeigt ja auch, dass da zumindest erstmal einige auf der Kaufseite waren. Was ich mir heute rausgesucht habe als Trading-Markt oder als Markt für den Trade des Tages sozusagen, das ist der Bund-Future. Ich zeige Ihnen den hier auch nochmal im Wochenchart, den hatten wir auch schon ein paar Mal getradet. Der Bund-Future läuft jetzt ja seit Herbst letzten Jahres eigentlich schon in einer relativ großen Seitwärtsbewegung, nachdem wir hier den starken Aufwärtstrend hatten, hier Zinsen im Negativbereich hatten und dass dieses Negativzinsniveau dann nicht gehalten hat, der Zins wieder ein bisschen angestiegen ist, aber noch nicht wirklich eine Trend Wende vollzogen hat, konsolidiert der Bund Future hier oben in der Seitwärtsbewegung und weiß nicht so richtig, geht es nochmal nach oben, geht es nochmal nach unten, aber diese Seitwärtsrange ist halt relativ groß, um die auch ja, interessant zu traden. Und nachdem wir vor einigen Wochen den Rutsch hatten im Bund Future, nach den Draghi-Äußerungen, dass das billige Geld halt nicht ewig billig sein wird, ging es ja kräftig rauf mit den Zinsen, mit dem Bund Future entsprechend kräftig runter, auch nochmal auf diese Unterstützungslinie. Läuft der Bund jetzt wieder hoch? Jetzt zoome ich es mal ein bisschen in den Tagesschart wieder rein. Also in den letzten Tagen läuft der Bund wieder hoch, auch wieder jetzt in die Nähe dieses Widerstandsbereichs um 165 Punkte rein. Hier hatten wir am Freitag entsprechenden Peak. Heute kommt der Bund Future mit einem leichten Abwärtsgap in den Markt und orientiert sich auch eher nach unten. Ich habe mich heute mal dazu entschlossen, eine kleine Position Bund Future Short zu nehmen. Also mit einem Kontrakt sozusagen bin ich da drin. Habe auch noch die Idee, den möglicherweise auch nochmal aufzustocken, sollten wir hier in diesen Widerstandsbereich 165 reinlaufen und da dann Erschöpfungstendenzen sehen. Sollte der Bund aber heute direkt durchrutschen, dann werde ich hier einen Stop auf Tageshöchstkurs legen und versuchen, den nachzuziehen und ein bisschen länger drin zu bleiben, als wir es hier gesehen haben. Und möglicherweise auch sogar nochmal die 160 wieder anzulaufen, wenn dann wirklich der Atem so lange reicht, dass ich da entsprechend lange mit drin bin. Wie gesagt, von dem her Trading-Idee für diese Woche den Bund Future Short in der Nähe der Widerstände, also der Widerstandszone, mit einem ja, Rücklaufpotenzial bis zumindest mal in die Mitte dieser Kursbewegung hinein, bestenfalls natürlich bis an die untere, in den unteren Bereich, also sprich in den Unterstützungsbereich Richtung 160. Ja, das ist, wie gesagt, meine Handelsidee für heute oder für diese Woche. Okay, danke Thomas. An der Stelle erstmal bis hierhin. Wir haben eine Frage und zwar wurde hier gefragt, auf welcher Zeiteinheit sozusagen du dir deine Unterstützungs- und Widerstandszonen zeichnest und ob du dann in einer kleineren Zeiteinheit auf die Trendumkehr dann wartest oder wie gehst du da am besten vor? Da bleiben wir mal hier beim DAX. Fangen wir hier vielleicht nochmal mit dem Tagesschart im DAX an. Da sehen wir das relativ schön. Ich zoome es mal zurück. Also nee, fangen wir anders an. Also wie gesagt, ich gucke mir erstmal vom großen Verlauf her den Tagesschart an
Bei Märkten, die ich jetzt noch nicht, mit denen ich noch nicht so vertraut bin, also die ich nicht so oft handle, gehe ich da noch weiter zurück und gucke mir Monats- und Wochenchart an, um erstmal potenzielle Widerstandsunterstützungsniveaus rauszukristallisieren. Und wenn wir jetzt hier im DAX-Tageschart beispielsweise bleiben, dann sehen wir halt, dass wir hier eine Phase hatten im Frühjahr und im Frühsommer sozusagen, wo der DAX sich hier im Bereich von 12.800 Punkten relativ schwer getan hat, immer mal wieder diese Marke angelaufen hat, aber nicht nachhaltig überwunden. Hier gab es Fehlausbruch nach oben, ist am nächsten Tag korrigiert worden. Da sieht man einfach das Niveau, wo die Käufer es schwer haben, dann noch höhere Kurse zu erzielen und die Verkäufer eher die Überhand nehmen, beziehungsweise eher da Leute auf Gewinnmitnahmen setzen oder auch auf Shorts setzen und der Markt einfach nicht mehr schafft, dynamisch nach oben zu laufen, keine neuen Hochs mehr zu machen. Ganz klassisches ganz klassischer Widerstandsbereich. Dieser Unterstützungsbereich, den ich hier eingezeichnet habe, das war dieses Gap, was wir hier gesehen haben nach der Frankreich-Wahl, wo die Märkte ja recht euphorisch auf dieses erste Wahlergebnis von Macron reagiert haben und der DAX mit einem Riesengap, also 200 Punkte waren das ungefähr, hier zwischen Freitagsschluss und Montagseröffnungskurs aufgemacht haben. Und da hatte ich, wenn Sie die Webinare in den letzten, also von mir zumindest mal verfolgt haben, schon öfter dann eben gesagt, okay, dieses Gap sollte in der Regel geschlossen werden. Das ist relativ groß. Wir sind hier recht weit von dem 200-Tage-Durchschnitt weg, also recht teuer von dem Markt sozusagen. Es ist, wenn wir eine Korrekturbewegung kriegen, dann sollte dieses Gap geschlossen werden. Und das ist mein erster Anlaufpunkt für diesen, für diese, für eine Gegenbewegung sozusagen. Und das ist dann im Bereich, den ich als Unterstützungsniveau rauskristallisiere, wenn ich eben sage, okay, das Gap sollte geschlossen werden, und dann können sich die Kurse hier auch schon wieder fangen. Und dann haben wir einfach hier gesehen, dass der Markt relativ heftig gependelt hat in diesem Bereich zwischen 12.100 und 12.300, und so ergeben sich dann kurzfristige Marken. Die sehen Sie auch dann alle hier mit diesen roten Linien eingezeichnet. Da kann man sicherlich auch mal wieder welche wegnehmen. Also diese rote Linie zum Beispiel hier resultiert aus diesen zwei Tiefs, ist dann auch hier wieder in dem Bereich ein Widerstandsbereich. Und ich lasse mich hier auch, also ich möchte hier auch nicht immer nur auf den Punkt mich genau festlegen. Also ich sage jetzt nicht, genau die 12.300 Punkte ist der Widerstand, sondern es ist halt ein Bereich. Der reicht dann meinetwegen von 12.280 bis 12.340 oder was auch immer. Also Sie sehen halt einfach, es gibt Bereiche, wo der Markt dann entsprechend nicht rüberkommt oder auch nicht drunter marschiert. Und das sind dann die entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsbereiche. Die suche ich mir im Tageschart. Und dann versuche ich, wenn ich jetzt, also ich mache ja hier diese Trades, die ich hier in den Webinaren mache bei Admiral Markets, das sind ja in der Regel keine Day-Trades, sondern in der Regel wirklich Trades, die für mehrere Tage laufen sollen, damit auch Leute, die jetzt nicht 8 Stunden oder 10 Stunden vorm Rechner sitzen, da, wenn sie denn mögen, diese Ideen aufgreifen können und da was mitmachen können mit den entsprechenden Stops und den entsprechenden Kurszielen, und man nicht so hektisch oder immer zu permanent davor sitzen muss, dann suche ich mir diese Widerstands- und Unterstützungsbereiche im Tageschart raus, und dann bin ich da auch schon mal großzügig und gucke jetzt nicht immer nur im 5-Minuten-Chart, wo finde ich jetzt den perfekten Einstieg, sondern da sage ich jetzt ähnlich jetzt hier, wie es im Bund war, heute Morgen einfach mal geschaut, okay, wir laufen hier in die Nähe dieser Widerstände ran. Auch der Widerstandsbereich ist ja sehr gut erkennbar. Wir haben jetzt am Freitag schon hoch erreicht, kommen ein bisschen tiefer rein. Kann natürlich sein, dass der Markt nochmal ein bisschen hochläuft, dann ist der Einstiegszeitpunkt nicht perfekt, aber ich suche hier nicht den perfekten Einstiegszeitpunkt, sondern suche hier eine Trading-Idee, die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit dann aufgeht. Und in solchen Range-Märkten kann man sowas halt ganz gut machen im Bereich der Widerstände Unterstützung. Und dann suche ich jetzt hier nicht den perfekten Punkt, sondern sage, okay, dann shorte ich jetzt mal einen Kontrakt, habe auch hier sogar die Idee, nochmal nachzushorten, wenn der Markt in diesen Widerstandsbereich reingeht. Das muss man aber immer im Rahmen seiner Risikoparameter natürlich sehen, dass man das Konto nicht überhebelt und dann nicht entsprechend ein zu großes Risiko fährt. Und ich suche mir das auf Tagesbasis raus und ja, klickt dann den Trade sozusagen ab. Das sieht ein bisschen anders aus, wenn ich das im Intraday-Bereich mache, aber in diesen Webinaren, die wir hier machen, da versuche ich das halt eher so auf Swing-Trading-Basis zu machen, dass man da auch ein bisschen ja, entspannter rangehen kann und nicht da jeden Tick verfolgen muss. Ich hoffe, das war jetzt. Perfekt, alles klar. Wir haben einen nächsten Wunschmarkt schon, Thomas. Das wäre einmal Silber, wenn du da mal drauf schauen könntest, wie da der Stand der Dinge ist.
Genau, gucken wir gleich mal drauf. Ganz kurz vielleicht noch vorher den Trade von letzter Woche. Da hatte ich den Euro-Dollar geschortet, in der Nähe auch der Widerstände. Also ich habe gesagt, okay, die 1,20 wirkt da erstmal bremsend. Wir hatten ein bisschen Hochkurse gesehen, habe den versucht zu shorten und habe gesagt, okay, Rücklauf Richtung 1,15 wäre perfekt. Richtung 1,16 würde mir auch schon reichen. Wir waren dann im Rücklauf hier bei 1,1670 ungefähr. Da war ich nicht am Rechner und hatte auch keine Orders drin. Habe das dann bloß im Nachhinein gesehen, dass der Markt da schon mal recht kräftig runter war und dann wieder hochgelaufen ist. Da habe ich dann einfach meinen Stop versetzt und gesagt, okay, ich möchte den Trade zumindest auf plus minus null haben. Und der Markt lief dann auch weiter nach oben. Von dem her bin ich hier quasi mit plus minus null rausgekommen. Mit den Gebühren sozusagen. Jetzt kann man das schon fast wieder überlegen, ob man das nochmal versucht hier in der Short-Seite. Okay, das wieder nochmal ganz kurz zum Trade von letzter Woche, dass wir den nicht vergessen. Silber, gucken wir drauf. Auch hier mal der Blick erstmal auf den Tagesschart. Auch hier sehen Sie, habe ich schon mal einen Unterstützungsbereich eingezeichnet. Der ist hier so im Bereich von 16 Dollar bis 16,30 Dollar in etwa. Da hatten wir auch schon mal einen kräftigen Spike nach unten. Das war auch hier mal so ein kleiner Flash Crash über Nacht, der den Silberpreis hier sogar Richtung 14,50 Dollar mal hat einbrechen lassen kurzfristig. Silber, ja, liegt jetzt aktuell, Sie sehen es hier an dieser liegenden Linie, ist wieder die 200-Tage-Linie, im Bereich der 200-Tage-Linie, die von oben kommt und auch noch leicht fallend ist, also derzeit durchaus Widerstandspotenzial erstmal bietet. Wir haben eine kräftige Rallye gesehen in der Vorwoche. Ich zoome es mal ein bisschen näher ran, dann sehen Sie das recht kräftig mit dem Verfall in den Aktienbörsen sozusagen, kamen hier die Edelmetalle wieder in den Fokus und Silber und auch Gold haben hier kräftig zugelegt. Wir sind jetzt momentan in der Nähe von einem Widerstandsbereich. Ich würde da eher auf der Short-Seite vorsichtig agieren wollen, einfach weil wir auch noch einen mittelfristigen Abwärtstrend haben, den wir hier sehen mit fallenden Hochkursen und fallenden Tief. Naja, die Tiefkurse sind eigentlich eher seitwärts, also das Unterstützungsniveau um 16 hält da schon ganz gut, aber wir haben zumindest fallende Hochpunkte und wir liegen jetzt im Bereich der 200-Tage-Linie. Nach der starken Rallye kann ich mir hier erstmal einen Rücksetzer vorstellen. Ob der nochmal die 16 Dollar erreicht oder vielleicht schon in Richtung 16,50 sein Ende findet, weiß ich nicht. Wenn der Silberpreis aber hier sich positiv absetzen sollte von der 200-Tage-Linie, also sprich in dem Bereich, wo er jetzt es wieder nach oben dreht und die Höchstkurse der Vorwoche rausnimmt, dann ist durchaus ein Anlauf auf die letzten Hochs Richtung 17,70 ungefähr vorstellbar. Dann könnte die Silber-Rallye erstmal weitergehen. Wenn ich also long drin wäre, weil ich hier letzte Woche vielleicht was gekauft habe, gibt es noch keine Veranlassung, unbedingt rauszugehen. Ich würde jetzt aber zumindest aktuell nicht mehr hinterher springen, sondern eher auf den Rücksetzer warten. Ich sehe hier durchaus erstmal eine Bremswirkung im Bereich dieser 200-Tage-Linie. Und in dem Bereich oder in dem Zusammenhang switche ich mal gleich weiter auf den Goldpreis. Den habe ich mir auch heute Morgen angeguckt. Da sehen wir ein ähnliches Bild. Der Goldpreis auch in der letzten Woche wieder kräftig hochgelaufen mit der Unsicherheit an den Aktienbörsen, die dann sicherlich politisch motiviert war durch diese ganzen ja, Konflikte zwischen Nordkorea und den USA. Ja, Goldpreis, wie gesagt, auch kräftig hochgelaufen, aber läuft eben auch auf diesen Widerstandsbereich Richtung 1300 Dollar zu. Auch den verlängern wir einfach mal zeitlich nach rechts. Da sehen wir das recht deutlich, dass auch hier nochmal der Goldpreis da rangelaufen ist, aber nicht im ersten Schritt geschafft hat, da durchzugehen. Auch das eine Möglichkeit, eher mal auf die Short-Seite zu setzen. Man müsste dann seinen Stop relativ eng über 1300 Dollar legen, weil wenn es hier durchgehen sollte, dann hat der Goldpreis entsprechend Luft. Aber zumindest ja, vom kurzfristigen Bild her sehen wir auch hier einen Seitwärtsmarkt und sind hier in der Nähe von einem Widerstandsniveau. Von dem her, der wäre als Trading-Idee erstmal Long-Position in dem Bereich zu schließen und möglicherweise auf die Short-Seite zu switchen. Okay, Thomas, erstmal bis hierhin wieder vielen Dank für die Analyse. Und zwar haben wir noch Gerne. einen Wunschmarkt zum Ende des Webinars, Euro GBP. Und wenn du da nochmal drauf schauen könntest und mal den Markt screenst, wäre das super. Ja, der Euro-Britisch Pfund. Guck mal, ob ich den hier unten schon auf habe. Da ist er. Genau, hier haben wir den Wochenchart. Ich gehe auch hier mal. Ja, im Wochenchart sehen wir schon relativ gut. Möglicherweise eine Doppeltop, also eine Doppelspitze, die sich hier bilden könnte. Ich gehe mal in den Tagesschart herein, da sehen wir noch,
Da sehen wir dieses Doppeltop mal recht breit aufgefächert, aber wir haben dann hier einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend. Ich zeichne mal ganz kurz meinen einzigen Indikator mit rein, den ich immer einzeichne in den Charts. Das ist wirklich die 200-Tage-Linie, die ich mir bei den länger, in den längerfristigen Charts angucke, um eben zu sehen, wie weit ist der Markt entfernt von so einer Linie und steigt die weiter an oder fällt die eher schon. Ja, wir sehen im Prinzip im Euro-Dollar, wenn man es mal im Tageschart sieht, ganz grob gefasst eine breite Seitwärtsbewegung zwischen 0,8280, also sagen wir mal 0,83 ungefähr, und 0,9080, 0,91, eine sehr, sehr große Seitwärtsbewegung. Auch hier sind wir im Bereich eines Widerstands, einer Widerstandszone von 0,91. Aus rein aus charttechnischer Sicht würde ich den Anlauf auf diese, auf diese Widerstandszone vorsichtig shorten mit einem Stop-Loss. Den müsste man hier über den Spike setzen, also vielleicht Richtung 92, 70, 93 ungefähr. Also man muss dem Trade dann schon ein bisschen Luft geben, weil es durchaus auch mal natürlich spiken kann und so ein Spike nach oben, also so eine Kursspitze nach oben, die dann nicht auf Tagesschlusskursbasis hält, die ist dann irrelevant für das Szenario. Also ich bin immer ein Freund davon, wenn es um dieses Stop Lossetzung geht oder Stopsetzung geht, zu sagen, okay, wenn eine Zone nachhaltig gebrochen wird, also wenn dieser Widerstand nachhaltig gebrochen wird, dann muss man halt raus, wenn man hier short geht. Wenn es kurzfristig gebrochen wird, also einfach intraday innerhalb des Tages und dann sich wieder im Laufe des Tages wieder unter unter diesen Widerstand sich der Preis entwickelt, dann ist das halt kein nachhaltiger Bruch und dann ist es natürlich schade, wenn man da mit dem Stop-Loss rausfliegt. Deswegen muss man dem Trade dann hier auch ein bisschen mehr Luft geben. Von dem her einfach der Hinweis: Handeln Sie so, dass Sie nicht Ihren Hebel überreizen, sozusagen, dass Sie immer im Rahmen Ihrer Risikoparameter handeln. Aber das wäre für mich eher ein Short mit einem, ja, der Markt ist relativ eng, mit einem Rücklauf erstmal Richtung 88, 80, also hier in diesem Bereich ungefähr hinein. Da ist auch schon der erste, wäre auch schon die erste Unterstützung, hat sich der Markt relativ lange aufgehalten. Wenn das brechen sollte, dann können wir natürlich auch noch mal ein bisschen kräftiger nach unten gehen. Aber im großen Bild, wir haben keinen wirklichen Trendmarkt, wir haben einen Seitwärtsmarkt und in einem Seitwärtsmarkt gilt einfach, Widerstände shorten und Unterstützungen long zu gehen. Okay, Thomas, vielen Dank für die heutige Analyse. Liebe Zuschauer, vielen Dank für die rege Teilnahme heute mal wieder. Und Thomas, ich würde sagen, dir gehören die Schlussworte und dann sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Montag wieder. Genau, wir gucken noch mal ganz kurz auf den DAX, mal schauen, ob der sich schon entschieden hat, da irgendwie weiterzulaufen oder doch wieder runterkommt. Noch mal kurz 5 Minuten Chart. Ja, der hat, ich glaube, während des Webinars noch mal kurz ein neues Hoch gemacht, läuft jetzt wieder ein bisschen zurück. Naja, ist, wie gesagt, noch nicht, kommt von den Hochs ein bisschen zurück, ist noch nicht, diese Aufwärtsdynamik, die wir sehen, ist weiterhin noch da. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, weil wir einfach in der Nähe der Widerstände sind und auch jetzt, ja, mitten im Gap recht kräftig hochgelaufen sind. Ich glaube, wir werden volatile Tage weiterhin vor uns haben, auch mit der politischen Gemengelage, die wir da in Asien sehen, ist ja noch nicht alles gesprochen. Von dem her, wenn Sie traden, Sie kennen meine Worte, traden Sie vorsichtig immer im Rahmen Ihrer Risikoparameter, passen Sie auf Ihr Geld und ja, wenn Sie mögen, hören wir uns und sehen uns an dieser Stelle nächste Woche Montag wieder und gucken dann mal, was aus dem Bund Future Trade geworden ist. Im Moment läuft der ganz gut an, Bund Future kommt wieder ein bisschen runter, aber wie gesagt, das ist nur eine kurze Momentaufnahme, schauen wir mal, ob der in Richtung meiner Zielvorstellungen läuft. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und wie gesagt, wenn Sie mögen, gerne nächsten Montag wieder an dieser Stelle.